In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Sinussatz. Zunächst zeige ich euch ganz kurz, wofür man den eigentlich überhaupt braucht, anhand welcher Grafik man da mit welchen Gleichungen arbeiten kann. Ich rechne mal ein Beispiel vor und gebe noch ein paar Tipps, worauf man achten muss. Und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz an, wie man überhaupt auf den Sinussatz kommt. So, also wozu braucht man den überhaupt? Nun, in der Trigonometrie stellt der Sinussatz eine Beziehung zwischen den Winkeln eines allgemeinen Dreiecks und den gegenüberliegenden Seiten her. Das heißt, wenn ihr an einem Dreieck, wie hier in der Grafik, rechnen möchtet, dann hilft euch unter Umständen der Sinussatz. So, also wir haben ein Dreieck mit den Seiten A, B und C, der Höhe H, C, also der Höhe auf C, und den Winkeln Alpha, Beta und hier oben Gamma. Die Gleichung lautet dann A durch Sinus Alpha gleich B durch Sinus Beta gleich C durch Sinus Gamma. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel A, B und Alpha gegeben habt und möchtet Beta berechnen, dann setzt ihr das in A durch Sinus Alpha ist gleich B durch Sinus Beta ein. Das da hinten braucht ihr dann nicht. Oder wenn Beta, Gamma und B gegeben sind, dann setzt ihr in B durch Sinus Beta gleich C durch Sinus Gamma entsprechend die Werte ein. Diese Gleichung hier kann man auch etwas anders angeben, und zwar mit A durch B durch C gleich Sinus Alpha durch Sinus Beta durch Sinus Gamma. Die Möglichkeit gibt es auch. So, ein Beispiel. Bekannt seien die Längen A gleich 5 cm, B gleich 4 cm und der Winkel Alpha gleich 70 Grad. Nun soll Beta berechnet werden. Das heißt, wir nehmen uns, Moment, von dem hier, den ersten Teil hier, A durch Sinus Alpha gleich B durch Sinus Beta. Denn wir haben A, B und Alpha gegeben und möchten Beta berechnen. Also A durch Sinus Alpha gleich B durch Sinus Beta. So, das stellen wir zunächst nach Sinus Beta um. Das heißt, wir multiplizieren mit Sinus Beta, dann kommt das in den Zähler. Multiplizieren mit Sinus Alpha, dann kommt das hier auf der anderen Seite in den Zähler. Und dividieren noch durch A. Also Sinus Beta ist gleich B durch A mal Sinus Alpha. Dann setzen wir ein. Sinus Beta ist gleich B sind 4 cm durch A sind 5 cm mal Sinus vom Winkel Alpha 70 Grad. Wichtig, den Taschenrechner müsst ihr auf DEG stellen, Degree. Wenn ihr den auf etwas anderem stehen habt, dann rechnet er euch hier etwas Falsches aus. Ihr könnt das ja mal zum Test mal machen. Ihr berechnet Sinus von 70 Grad mit dem Taschenrechner mal 4 durch 5 und dann sollte eigentlich 0,75175 dastehen. Steht etwas ganz anderes da, dann steht der Taschenrechner nicht auf DEG. So, wir haben jetzt Sinus Beta gleich 0,75175 und möchten nach Beta auflösen. Das machen wir, indem wir Arcosinus verwenden. Wir haben hier Sinus und um Sinus wegzubekommen, müssen wir Arcosinus beim Taschenrechner verwenden. Und zwar von den 0,75175, die wir hier vorher berechnet hatten. Das ergibt dann Beta gleich 48,74 Grad. So, wie kommt man auf diese Gleichung, die ich da oben verwendet hatte? Und zwar mit Dingen, die am Dreieck gelten. Und zwar der Sinus von dem Winkel Alpha hier unten ist gleich HC durch B. Also der Sinus von dem Winkel hier ist die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Wir haben hier also einen rechten Winkel. Hier links unten den Winkel Alpha. Wir haben hier die Höhe.
und b ist die Hypotenuse in diesem Dreieck. Und dann ist also Sinus Alpha, der Sinus von diesem Winkel hier unten, ist die Höhe durch die Hypotenuse. Das gilt auch hier drüben, Sinus von Beta hier ist gleich ebenfalls die Höhe, also die Gegenkathete, durch die Hypotenuse, also HC durch A. Diese beiden Gleichungen, die wir eben aufgestellt hatten, lösen wir nun nach HC auf. Das machen wir bei der oberen, indem wir mit B multiplizieren, und bei der unteren, indem wir mit A multiplizieren. Also die Höhen sind dann Sinus von Alpha oder Beta mal B bzw. mal A. HC gleich B mal Sinus Alpha oder HC ist A mal Sinus Alpha. Das heißt hier, B mal Sinus Alpha ist genauso groß wie A mal Sinus Beta, denn in beiden Fällen ist das HC. Deshalb können wir das gleichsetzen, also A mal Sinus Beta ist gleich B mal Sinus Alpha. Das wäre im Prinzip schon eine Möglichkeit, das darzustellen. Wir können das Ganze natürlich noch etwas anders dahinschreiben. Und zwar, wenn wir durch Sinus Beta teilen und hier drüben durch Sinus Alpha teilen, dann erhalten wir A durch Sinus Alpha gleich B durch Sinus Beta.